Einen herzlichen schönen guten Abend an alle, die heute hier sind. Noch sind wir ein bisschen ein kleines Ründchen, aber auch einen schönen guten Abend an die, die das danach hier ansehen. Das werden ja vielleicht mehr sein, so wie wir auch aus der Statistik ein bisschen sehen konnten. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Ganz besonders willkommen auch Michael Beisel, der als einziger sich bereit erklärt hat, heute was zu präsentieren, was er vorbereitet hat. Wir sind schon sehr gespannt auf dein Projekt. Damit werden wir dann starten. Und nachher möchte ich ein bisschen die Diskussion eröffnen, wie könnte es, wie sollte es weitergehen mit Open Rally. Ja, bin schon gespannt, was rauskommt. Ich blende jetzt mal die Freigabeansicht ein, dann werden wir alle ein bisschen kleiner, aber der Michael hat die Möglichkeit, seinen Bildschirm freizugeben und uns etwas zu zeigen. So wie immer, ihr seid ja schon alle Profis. Ihr könnt in den Chat reinschreiben, wenn der Chat stört, kann bei der Präsentation auf Vollbild gehen. Das macht auch dann Sinn, wenn die Präsentation ein bisschen zu klein ist. Ja, Michael, start mal, erzähl uns was. Kann man was sehen? Ja. Kann man was sehen? Gut, Ja. okay. Ja. Dann kann ich mal loslegen. Also im Prinzip, gut, im Prinzip ist es relativ unscheinbar jetzt. Es wird wahrscheinlich auch zu weit führen, wenn ich da ins bildliche Detail reingehe. Also das ist dieser Block, wo es im Prinzip um eine kleine Einführung geht. Und die richtigen Elemente kommen eigentlich hier, wenn ich hier runterfahre. Ich habe während des Kurses also eine große Anstrengung da drin gesehen und auch verwandt, dem Ganzen eine Kompetenzorientierung zu geben. Das ist auch nach 600 Jahren nicht so ganz einfach, finde ich. Und ich glaube, dass wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler von sich aus nicht auf die Idee kommen würden, wenn sie jetzt nicht gerade in Konstanz wohnen und dem Jan Hus alle naselang über den Weg laufen, in Form von Erinnerungssituationen, die dann nämlich überall ausgestreut sind, dann würden die von selber nicht drauf kommen. Steht auch in keinem Schulbuch drin. Insofern ist es also erstmal das Material ranzuschaffen. Denke ich mal, ziemliche Pionierarbeit gewesen. Die 600 Jahre alte Riechental-Chronik ist sozusagen der Ausgangspunkt gewesen. Dazu hatte ich Kontakt zu einem Professor in Freiburg, der diese Riechental-Chronik wissenschaftlich editiert hat und der mich darin auch beraten hat. Der erste Akt war eigentlich, daraus ein iBook zu basteln. Und jetzt habe ich die Gelegenheit von dem Open Rally Kurs eigentlich beim Schopf ergriffen, einzelne Elemente daraus einfach auch für Nicht-iPad-Anwender sozusagen zu ermöglichen. Der vierte Hauptpunkt, den ihr hier zentral seht, ist einfach diese Riechental-Chronik entlang erzählt. 10 Takes sind das, als PDF aufbereitet, als MP3 angeboten. Ist es eigentlich schon das, was man vielleicht im Geschichtsunterricht unter Quellenarbeit versteht? Ein Bild betrachten aus der Zeit, einen Text lesen und sich darüber austauschen oder sich davon anregen lassen. Das kann aber natürlich noch nicht alles sein. Und wie gesagt, das waren einfach die Bemühungen zu sehen. Wie sieht es aus mit Anforderungssituationen? Wenn ihr diese Aufgaben mal anschaut, dann läuft es im Prinzip darauf hinaus, zu sagen, mach mal den Touristenführer. Also die Erinnerungssituationen, die in Konstanz so gegeben sind, sozusagen auszuweiten auf auszubauen, ja. Sind natürlich nicht Schülerinnen und Schüler Fragestellungen, insofern sind sowas wie Anforderungssituationen, also eher ein gestellt, ja. Also muss man ganz ehrlich sagen. Hier unten alles, was grau ist, ist noch nicht ausgeführt. Das heißt, es können noch ein paar Elemente dazukommen.
Bin mir aber nicht so ganz sicher, ob wir das auch noch schaffen. Ich hoffe eigentlich auch auf die Mithilfe von weiteren Lehrkräften, die in einem geschlossenen Kursraum bei RPI virtuell namens Konstanz Konzil versammelt sind. Da gibt es auch schon einige Beiträge, die allerdings in eine andere Richtung gehen. Eine Kollegin in Konstanz hat mit Schülerinnen und Schülern aus der 7., 8. Klasse einen kleinen Krimi geschrieben. Das ist ein literarisches Produkt, was da in dem Kursraum auch zu haben ist. Jo, das ist im Prinzip also der große Überblick jetzt erstmal gewesen und ich weiß nicht, ob ihr da noch jetzt mehr hören wollt oder mehr sehen wollt. Ich weiß es nicht. Also mit dem Thema tut man sich schon relativ schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem, wenn man dann auch mal betrachtet, ob dazu kommt, um zu überlegen, ja, hier steht, warum wurde Hus eigentlich verurteilt? Also was ist seine Lehre eigentlich gewesen? Der Luther hat ihn ja wirklich als Vorgänger beansprucht. Man auch mal seine Kirchenlehre anschaut, oh, also das sieht schon ganz anders aus, muss man ehrlich sagen. Jo, jetzt weiß ich nicht, schalte ich irgendwie mal zurück in diesen Meetingraum. Schau, ob ich das hinkriege. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal so. Und wenn es weitere Bedarfe gibt, müsst ihr das irgendwie sagen. Ja, hat noch jemand Fragen Okay. dazu? Mir kam noch nur so eine Idee heute, als ich mir ein bisschen die Materialien angeschaut habe. Mit der Anforderungssituation ist ja richtig schwierig, hier was zu finden, wo die Schüler von sich aus im Prinzip so eine Verbindung herstellen können. Wenn sie jetzt eine Aufgabenstellung haben, hier Fremdenführer zu machen, ist es klar, wenn sie eine lokale oder regionale Bezug auch nochmal dazu haben. Eventuell auch, weil man dann nochmal forschen kann, was denn die Skulpturen sind oder was denn die Geschichte auch mit den Örtlichkeiten hat. Wäre es denn denkbar, zum Beispiel jetzt, also dieses Scharnier von einer neuen Kulturtechnik des Buchdrucks und eben von Personen, die, ja, wie jetzt Hus hier quasi, es waren ja viele, die zu dieser reformatorischen Zeit dann in den Brennpunkt kamen, gesellschaftlichen Umbruch mitzugestalten und da ein bisschen zu innovativ zu sein, als es die anderen vertragen können. Vielleicht wäre das eine Anforderungssituation, wo wir heute einen Bezug herstellen können. Also Edward Snowden, der hier auf einmal Dinge preisgibt und dafür an den internationalen Pranger gestellt wird. Und so diese Frage, was kann ich denn überhaupt tun in meinem Leben, um Dinge öffentlich zu machen oder mich zu engagieren und was bin ich bereit dafür vielleicht dann auch zu erdulden? Mithin bis da, also auch diese Asylthematik, ne? Der Jan Hus hat ja da freies Geleit bekommen nach Konstanz und wurde dann doch gecasht. Und der Edward Snowden sitzt da im Transferflughafen in Moskau und die Frage ist, wie geht es da weiter? Kann er jetzt nach Deutschland kommen und so? Also da fiel mir so ein lebensweltlicher Bezug ein dazu. Okay, also das Andreas ist Thieme hat noch wirklich. eine. Andreas, du hast da kurz Ich soll mal aufgezeigt. Bitte. nochmal die Seite aufmachen, oder? Ja, Ja, genau, das genau, hat das auch wäre gut, jemand. dann Andreas, kann ja. das kann man nochmal lesen oder so. Ich hatte Die Seite vorhin die aufmachen. Assoziation. Ja, genau, da vom Blog, genau. Also so Der ganz Blog ist ja spontan fertig, den fällt mir kannst nichts du auch ein, aber wenn ich über freistellen. das Phänomen gehe, Kollegen, da fällt mir natürlich ein, dass Verbrennung ja, eigentlich ehrlich gesagt habe ich daran gedacht, dass Leute sich selbst verbrennen als Zeichen von Protest. Ist hier natürlich ein Ja, anderer Sachverhalt. das ist ja auch. Ja, fällt mir gerade so ein, vielleicht ist das eine, habe ich jetzt gerade einen Denkfehler gehabt oder so. Aber dann habe ich bei dir gelesen, irgendwo das Stichwort Mobbing. Ja, dass es jemand fertig macht, so fertig, dass er nicht mehr leben kann. Sehe ich gar nichts. Stimmt das oder wo habe ich das gesehen? Hast du das irgendwo eingetragen, Michael?
Stichwort Mobbing, wo habe ich ja, das gesehen? Das soll ich direkt auf antworten? Ja, bitte. Ja, das siehst du hier. Soll ich sowas sagen, ja? Spuck auf Fuß. Mobbing ging jahrelang weiter. Also da gibt es einfach so eine kleine, eine ziemlich üble Geschichte. Und genauso, das Arbeitsblatt ist noch nicht veröffentlicht. Die Arbeit habe ich jetzt einfach nicht geschafft. Genau darum geht's. Kurzer Text, ich denke mal für 5-6-Klässler sogar auch verständlich. Und unten drunter einfach die Frage, könntest du dir vorstellen, jemanden anzuspucken? Warum könnte das passieren? Und ja, also ein bisschen einzusteigen, das ist sicher an der Stelle möglich. Und also ich finde es eine erschreckende Geschichte, aber ja, okay. Ich würde da gern natürlich drauf eingehen. Das liegt sehr nahe und das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, diesen Zugang erstmal aufzumachen zu dieser Gestalt. Das Problem ist halt nur, wenn man sich die Lehre von dem Jan Hus anguckt, da kommt auch noch ein Arbeitsblatt, wo das ein bisschen zusammengefasst ist, muss man einfach feststellen, dass es ein ziemlicher Rigorist war. Passt natürlich zu ethischem Rigorismus im Jugendalter hervorragend. So werden Schülerinnen und Schüler sofort verstehen, wenn der Jan Hus sagt, wenn ein König unmoralisch ist, ist er kein König mehr. Wenn ein Papst nicht nach dem Gesetz Christi handelt, ist er kein Papst mehr. Das sind natürlich Anforderungen an Kirche sein, die, naja, auch nach Luther würde ich mal sagen, keiner von uns ernsthaft beanspruchen würde. Also ihm fehlt das Moment, was uns praktisch in unserer reformatorischen Lehre beschert wird, die Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade, ohne des Gesetzes Werke. Der katholischen Kirche damals, katholisch in Anführungszeichen, war wichtig, dass ihre Institution bestehen bleibt. Und genau das hat der Jan Hus in Frage gestellt. Also es sind noch ein paar spannende Ecken da drin. Mit dem Mobbing, das könnte ein Einlasstor sein, ohne Zweifel. Aber ob man es wirklich dann durchhalten kann bis zuletzt, weiß ich nicht. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie ehrlich das ist, Schülerinnen und Schüler mit einem aktuellen Thema zu kommen und sie dann wo landen zu lassen, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten. Aber ich meine, Unterrichtsstrategien können ganz unterschiedliche sein. Joachim okay, hat sich zu Wort gemeldet und dann der Reinhard. Joachim? Bin ich jetzt zu hören? Ja. Jetzt höre ich was, ja. Ich kann mich ja mal dazu. Du kommst auf mein Bild. Cool. Bewegen, ja. Ich habe
zugegebenermaßen ein bisschen Schwierigkeiten, wenn wir das machen, was man so in der Predigt ganz häufig versucht, also diesen garstigen Graben zwischen Geschichte und Gegenwart dadurch zu überwinden, indem man dann irgendwie denkt, naja, also es gibt ja sowas Ähnliches auch und deswegen ist ja Jan Hus auch irgendwie ein Mobbingopfer. Und die Frage ist ja, wenn ich jetzt von der Anforderungssituation der Schüler ausgehe und frage, ja, was mache ich, wenn ich gemobbt werde, dann wieso sollte ich dann Johannes Hus behandeln? Da gibt es ja viel, viel bessere Möglichkeiten, dieses Thema anzugehen. Warum ausgerechnet Johannes Hus? Dass die Welt nicht an einem Tag verändert wird, wäre dann für mich eher so eine Perspektive, mit der unter Umständen Jugendliche konfrontiert sind. Ich weiß zwar nicht, ob man das so in einem Satz klar machen kann, aber eigentlich gibt es schon auch bei Jugendlichen hin und wieder diese Idee, dass Welt verändert werden müsste. Und dass die Dinge anders sein müssten und so. Und das Schlimme bei dem Johannes Hus ist ja aus dem, wie ich das so wahrnehme, eigentlich, dass er ja ein Vordenker der Reformation war und es ist einfach gescheitert. Also er ist auf den Scheiterhaufen gelandet, sagen wir es mal so. Und insofern ist das auch eines dieser Erlebnisse, die wir ja haben, dass etwas nicht durchkommt und doch durchkommt, weil es ja über die Laufe der Zeit und über den Zeitraum am Ende doch, sag ich mal, auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Ich wüsste nicht, ob Reformation ohne Johannes Hus geklappt hätte. Er war einfach ein bisschen früh. Reinhard Kirste? Teilweise geplant, aber teilweise auch unbewusst auftauchen. Und da ist, denke ich, so die Bespuckgeschichte eigentlich ein Punkt, wo dann der Überschlag gegebenenfalls ja auch ja, für Schüler und Schülerinnen auftauchen könnte. Ja, gerade mit Schülern. Darf ich? So, nö, ja, ich glaube, die Ich anderen bringe noch zeigen mal zwar noch meine. auf, aber schon. Achso, so, dann bin ich. Reinhard Kirste. Nee, Jörg, ich glaube, die anderen sind fertig. Du nur. Ja, ich bringe noch mal meine Ja, Edward ich bin. Snowden, Chelsea Manning Ding rein. Also. Gerade in der Pubertät haben Jugendliche ja die Frage, sich zu orientieren und leben jetzt in dieser neuen Medienwelt, in der sie sich schon eigenständig organisieren. Gerade gehen durch die Medien das Thema Sexting, also dass die sich Bilder schicken von sich gegenseitig oder dass sie viel sowieso YouTube nutzen und auf Facebook unterwegs sind und die Eltern damit nicht klarkommen. Und dieses seiner Zeit irgendwie voraus zu sein, aber trotzdem nicht so ganz in der Gesellschaft angekommen. Das sind schon so Anforderungssituationen, die, glaube ich, jeder Schüler kennt. Und die Frage dann danach, wie viel bin ich bereit, um meinen Weg zu gehen, aufs Spiel zu setzen dafür, für die Ideale, die ich habe.
die gar nicht zu der Elternwelt passen. Andreas, wir sehen dich wild gestikulieren, aber ich würde gerne auch hören, was du sagst. Okay, Michael hat sich auch noch zu Wort gemeldet. Magst du direkt darauf antworten? Ja. Also ich denke mal, das ist ganz wichtig und das wird auch die Einlasssituation einfach für den Jan Hus geben. Das Allernächste, was ich jetzt tun werde, ist einfach diese kleine Geschichte mit dieser Abrahamsstatue aus dem Konstanzer Münzer veröffentlichen. Die ist jahrzehntelang rituell bespuckt worden. Und der Höhepunkt war, dass ein 9-jähriges Winzertochter, ein Mädchen aus der Gegend von Konstanz, dieser Figur dann die Nase abgeschnitten hat. So. Das ging dann so lange, bis der Kaiser Josef II. Österreicher und aufgeklärt in Konstanz gesagt hat, Schluss mit diesem Zirkus, ja, also hey, sowas könnt ihr nicht mehr machen. Und dann haben sie aufgehört damit, die Konstanzer. Ne? Aber das ist eine wunderbare kleine Geschichte, um da reinzukommen und an der Schülerwirklichkeit dran zu sein. Also ich finde, mein Opa soll aber so ehrlich sein, zu sagen, okay, das hat was mit der Lebenswirklichkeit von heute zu tun, hat aber doch eine eigene Qualität. Und ich weiß nicht, worauf sich unser Bildungsanspruch dann richten soll. Ich meine, aktuelles Beispiel, was ich jetzt gerade von einem Workshop in Konstanz mitbringe, Geschichtslehrerin erzählt, der Höhepunkt einer benoteten Schülerleistung war, dass der Schüler eine Playmobil-Figur von Jan Hus auf einem original nachgebildeten Scheiterhaufen verbrannt hat. Also da ist es mir eigentlich doch lieber zu sagen, wir unterscheiden zwischen uns und der Vergangenheit. Es gibt Anlässe und Parallelen, wo wir auch über uns selber ins Gespräch kommen. Was uns wichtig ist daran, ob und wie wir zu unseren Meinungen stehen, welche Konsequenz wir dafür bereit sind zu tragen. Es gibt ein Verhalten einer Gesellschaft zu Außenseitern. Wie gestaltet sich das? Das war damals das eigentliche Scheitern, denke ich, weil wenn man mal eine Zahl hört, bei Ketzerprozessen, die es damals gab, gerade mal 1% von diesen Ketzerprozessen ist auf dem Scheiterhaufen geendet. Alle anderen sind mit irgendeiner Bußstrafe oder was auch immer eigentlich davon gekommen. Und das ist dann schon bemerkenswert. Spielt natürlich die Politik von diesem Konzil auch noch eine Rolle, es macht die Sache noch schwieriger, dass der Jan Hus eigentlich vor dem Konzil theologisch reden wollte. Aber genau das wollte man verhindern, man wollte das juristisch sozusagen behandeln, damit das Konzil ohne einen Papst, das war ja der Punkt damals, seine Autorität in Kirchenrechtsfragen behält. Also eigentlich eine relativ schwierige Gemengelage, muss man historischerseits ehrlicherweise sagen. Gut, aber Mobbing-Situation ist was, zu seiner Meinung stehen ist was ich dafür bereit bin zu geben, der Umgang mit Außenseitern. Also das sind schon, denke ich mal, Anknüpfungen möglich, aber wie gesagt, man sollte auch dann auch so ehrlich sein, das Distanzlernen auch zu ermöglichen. Also sagen, damals waren manche Sachen doch anders. Also ich würde nochmal an diese Geschichte mit dem Spiel kommen und der Figur. Genau, dann.
du noch mal gerade sagen, was du mit dem Spiel jetzt genau meinst? Ich habe da vielleicht was verpasst. Ich bin eben zu spät gekommen. Von dem Jan Hus. Und was mache ich damit? Kann ich ja, mit der Möglichkeit, das rauszutragen und sagen, jetzt hängen wir den mal einen Lorbeerkranz um oder ähnliches. Und es könnten sich ja auch daran, ich kenne jetzt Konstanzer Münster nicht genau, aber da könnten sich ja auch noch ein paar kirchenkritische Elemente innerhalb der Architektur finden. Insbesondere, weil du, Michael, ja gesagt hast, es sollte ja eine Kirche ohne Papst sein. Ich weiß nicht, ob da noch was in der Richtung ist, aber ich könnte mir vorstellen, bei so einer Zeitreise taucht einiges auch noch auf. Ja, ich muss mal meinen Ton einschalten. Mir gefällt die Theateridee wahnsinnig gut. Also ihr hört mich? Ja. Hört man mich? Ja. Okay, gut. Ja. Und zwar habe ich mal mit Schülern, das war allerdings in Französisch, Napoleon, also den Einzug von Napoleon in Tirol, nachgespielt. Also die haben ein Theaterstück daraus gebaut, das die Vergangenheit mit der Gegenwart verbunden hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass man teilweise historische Szenen, Elemente hernimmt und die mit aktuellen Geschichten verbindet. Also wir haben jetzt einiges da rund um Mobbing gesprochen. Also es ist nicht das Gleiche, aber es ist vielleicht ähnlich. Also so ähnlich arbeitet zum Beispiel auch Armand Gatti. Ich weiß nicht, ob es ein französischer Theaterautor, der auch immer versucht, in Dialog zu treten mit der Gegend, wo er seine Theaterstücke schreibt. Im gemeinsamen Prozess mit den Schülern, also aufgrund vielleicht dessen, was sie jetzt bei dir gelernt haben, könnten sie überlegen, wie können wir das vielleicht in einer halben Stunde, Stunde spielerisch verpacken. Also ich habe keine Ahnung, ob da Zeit, Ressourcen ausreichen, aber als Idee. Vielleicht doch noch eine Anmerkung. Also mir ist in der eigenen Schulpraxis immer aufgefallen, dass 5., 6. Klasse eine Gruppierung immer war, die mit Begeisterung sich auf irgendwelche historischen Ereignisse gestürzt haben. Also mir fällt in diesem Zusammenhang eine ähnliche Sache ein. Wir haben überlegt, wie das Dreikaiserjahr 306, also Galerius und dann der Geschichte mit Konstantin, wie man das da Köln in der Zeit schon existiert. Wie man das also sozusagen auf die Situation in Köln runterbrechen könnte. Und da haben sich also die Schüler unwahrscheinlich viele Sachen überlegt, wie sie selbst sich einfach in das Jahr 306 zurückversetzt haben und was sie dann alle so alles angestellt haben. Das ist für mich ein Beispiel, dass also die Geschichte als solche offensichtlich, ja, wenn sie entsprechend rüberkommt, auf einmal einen eigenen Spannungsbogen aus sich entlässt und dann muss man dann sehen und muss man auch nicht krampfhaft suchen, wo ist denn gegebenenfalls die aktuelle Geschichte. Es ist also für mich immer wieder erstaunlich, wie gerade die 10- bis 12-Jährigen auf historische Themen springen und was sie da also alles dabei entdecken. Und das erinnert mich auch mit die Napoleon-Sache, ist eigentlich auch wieder so ein Beispiel gewesen, dass das offensichtlich funktioniert. Und Konstanz ist eine super Stadt dafür, wo man also sowas ja anfangen kann. Ihr könnt ja
im Grunde erstmal was ausprobieren und dann wird sich dann nach und nach im Grunde immer mehr entwickeln, zumal die Schüler ja dann inzwischen auch digital so pfiffig drauf sind, dass das dann also auch ganz gut funktioniert. Ja, Joachim, du hast aufgezeigt. Ja, das würde ja dann vor allen Dingen so von den Kompetenzen, also ich überlege, was wären dann Schülerinnen oder Schüler dabei, worauf käme es dann an? Das würde bedeuten, dass es jetzt vor allen Dingen erstmal darum geht, diese Zeit, die eigentlich für mich ja ganz weit weg ist, wieder zu entdecken oder irgendwie neu zu entdecken. Dann wäre so die Kompetenz, so meine eigene Verbindung mit einer Vergangenheit herzustellen, in der ich selbst nicht gelebt habe, aus der ich wenig weiß, und das ja irgendwie für mich wieder erfahrbar zu machen, also in meine Welt virtuell, sage ich mal, zu erschließen, in meiner Welt, in der ich ja in meine Erfahrungswelt hineinzuholen, zu verknüpfen. Das wäre dann das, was Schülerinnen und Schüler dabei lernen. Ja. Okay, Reinhard, zeigst du noch Also das ist auf? jetzt Sonst hat nicht sich dann kritisch Michael gemeint. Es zu ist Wort einfach gemeldet. wir reden ja die ganze Zeit über Kompetenzorientierung und dann frage ich mich ja immer, was genau kann der Schüler hinterher denn besser? Es hat ihm Spaß gemacht, ist klar, aber was kann er denn jetzt besser? Ja? Michael? Also ich glaube, da sind wir jetzt auf der Grenze von vom Fach Geschichte angestrebte Kompetenzen und von dem, was wir eigentlich in Rallye wollen. Da habe ich eigentlich noch die größeren Schwierigkeiten damit. Also ich stimme dir zu, Joachim, dass die hinterher mit Spaß rausgehen und sich vielleicht in diese Zeit hineinversetzen konnten. Das würde jede Geschichtslehrkraft mit Kusshand nehmen, diese Kompetenz, wenn sie hinterher unter Beweis gestellt wird. Aber was es für Rallye erreicht? Im Chat lief nebenher noch das Thema Kirche und Demokratie. Läuft im Konstanzer Konzil leider ein bisschen verwinkelt und letztlich dann auch schief, aber egal. Es gibt das Edikt Haec Sancta, in der sich diese Konzilsväter hinstellen und sagen, der Papst hat auf uns zu horchen und nicht umgekehrt. Ziemlich außergewöhnlich. Also das finde ich zum Beispiel auch ein Einlasstor, wo man dann mal über die Gestalt von Kirche nachdenken kann. Die Gestalt von Kirche, die sich entweder durch Autorität und Tradition herleitet oder aber durch die Glaubenden, die in einer Gemeinschaft sind und sich gegenseitig vom Heiligen Geist bewegen lassen. Das ist, wie gesagt, ziemlich schnell wieder kassiert worden hinterher. Sobald Papst Martin V. Aus diesem Konzil als neu gewählter Papst rausgekommen ist, hat das mit diesen Reformen nicht mehr so ganz ernst gemeint, aber immerhin eine Verpflichtung hat er mitgenommen, alle 10 Jahre ein neues Konzil auszurufen. Das war nämlich auch ein Beschluss vom Konstanzer Konzil. Also insofern hat das eigentlich schon eine ziemlich umfassende Bedeutung. Das einzige Konzil, wie gesagt, das auf deutschem Boden stattfand. Die einzige Lösung oder sozusagen der einzige Vorteil, den dieses Konzil in seinen 4 Jahren Arbeit im Prinzip hingekriegt hat, war, die schreckliche Zeit mit diesen pa drei Päpsten zu beenden und am Schluss wieder einen neuen Papst zu haben, zu wählen. In Konstanz gewählter Papst, das Schifflein Petri, sagt man so, wieder auf den eindeutigen Kurs gebracht hat, den man damals wohl so brauchte. Jo, jetzt habe ich wieder mal mit Michi geredet. Ist das eine katholische Position? Konziliarismus wird bei Katpedia, guckt mal nach dort, als überwundene Irrlehre gekennzeichnet. Und dabei hatten die doch das Vatikanum II oder so? Aggiornamento? Ging doch irgendwas, oder? Ich weiß es nicht so recht. Bin aber auch evangelisch und insofern kann ich da leicht drüber reden. Ich will einfach nur noch eins sagen. Den Hus haben wir zusammen verbrannt.
wenn man mal ein bisschen anachronistisch redet. Also einfach zu sagen, jo, tolle Tradition, Luther hat die aufgenommen, das war der sozusagen Vorreformator, das ist einfach nicht fair. Das muss man deutlich sehen. Okay, Andreas hat den nicht verbrannt. Okay. Verstanden. Ja. Okay. Ich auch nicht. Ja. Nur kurzer Einspruch. Ich ja. habe das ja ins Spiel gebracht. Also Vorreformator war nicht das, was ich meinte. Aber ich kann mir Reformation nicht ohne Johannes Hus vorstellen. So. Okay. Ja, also es gibt zwei Aspekte daraus. Der Luther hat sich warnen lassen an bestimmten Punkten. Es hätte ihm durchaus manchmal genauso gehen können, wenn er nicht aufgepasst hätte. Das ist ein Punkt. Und dann hat er ja selber bezeugt und gesagt, im Grunde genommen sind wir alle Hussiten, ohne es zu wissen. Ja, also da muss man noch ein bisschen genauer nachschauen, wie es mit der Kirchenlehre aussieht, mit der Rechtfertigung und so weiter und so weiter. Aber das stimmt schon. Also, ja. Punkt. Okay, Reinhard Kirst hat sich noch gemeldet, bitte. Ja, ich will nochmal auf den anderen Punkt zurückkommen. Also ich finde es überhaupt nicht dramatisch, wenn sich Geschichts- und Religionsunterricht an der Stelle ein Stück weit überschneiden. Aber vielleicht habe ich die Ziele auch gar nicht so hoch gesetzt im Blick auf den Religionsunterricht. Und ich freue mich, wenn man also an kirchengeschichtlichen Ereignissen Dinge erkennt, deren Wirkungen vielleicht sich erst später deutlich machen. Es gibt ebenfalls einen französischen Kirchenhistoriker, Cleveneau, der hat also wunderbar Kirchengeschichte in Geschichten nacherzählt. Und ich entdecke, dass also die Nacherzählung, das kam bei dir, Michael, auch so ein bisschen, dass die Nacherzählung oder das Nacharbeiten die Möglichkeit bietet, Aktualisierungen reinzusetzen, sodass also die aufmerksame Schülerinnen und Schüler dann plötzlich entdecken, oh, da sitzt ja auf einmal die Parallele, dass man die gar nicht unbedingt sofort sagen muss und sagen, aha, da haben wir jetzt hier wieder Mobbing und so weiter, sondern dass es von alleine durch die Art des Nacharbeitens, ich sage jetzt mal Nacherzählens, auf einmal anfängt zu klicken. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass Schüler und Schülerinnen da doch auch den Versuch machen, das ein Stück weit ja, in ihre Zeit zu übersetzen oder sich, wenn sie in die Zeit sich reinversetzen, ja irgendwo bleiben sie ja doch die Gegenwärtigen. Gut. Ich habe so ein bisschen den Blick auf die Zeit. Wir wollten auch noch so ein bisschen Ausschau für Open Rally machen hier. Ich finde das total spannend, möchte es nicht zu grob abdrehen, aber wollte ich mal jetzt mal an der Stelle darauf hinweisen, ja, vielleicht kommen wir jetzt nicht noch zu einer Kirchendiskussion. ja, aber inzwischen sind wir eh schon bei Jörg und wo überall Jörg drin ist, ne? Also das wäre so ein möglicher Ausweg für uns. Okay, möchte noch jemand was sagen? Ich wollte es jetzt nicht abdrehen, aber dass wir dann schauen, dass wir in den nächsten 5 Minuten vielleicht zum zweiten Teil unseres Meetings kommen. Okay. Gut. Zumindest der diesjährige Open Rally Kurs steht hiermit mit diesem Meeting am Ende. Was wäre denn so ein möglicher Ausblick? Ich kann euch so ein paar Zahlen mal nennen, die ich zusammengesammelt habe für den nächsten Newsletter. Ich hole mir den jetzt mal gerade her. Also das kriegt ihr dann auch schriftlich, ja. Unsere Website wurde über 14.500 Mal aufgerufen. Sie enthält 71 Beiträge mit 180 Kommentaren. 238 eingetragene Interessenten haben den Newsletter empfangen. Davon haben im Schnitt 47,7% die Mails geöffnet. Also Pi mal Daumen gegen Ende so an die 100.
Bisher haben 19 Teilgeberinnen die Feedback-Abstimmung, an der Feedback-Abstimmung teilgenommen. An dieser Stelle nochmal die herzliche Einladung. Ihr könnt das auch noch nachträglich machen. Ja. Uns wäre natürlich sehr geholfen, wenn ihr uns qualitative Rückmeldungen gebt. Ja, 20 Teilgeberinnen und die Studierenden in Frankfurt haben einen eigenen Blog angelegt. Unser Wiki hält im Moment 37 Seiten. Auf das Bestehen von Matthias hatten wir 15 Meetings, damit es eine runde Sache ist. Ja, danke für den Hinweis. Was aber spannend ist, bei diesen Meetings waren so zwischen 12 und 69 Leuten dabei. Und der Höchststand von Leuten, die gleichzeitig anwesend waren, das war ja im Verlauf eines Meetings so ein bisschen schwankend, war 51 beim Startmeeting. Ich habe auch in den YouTube-Kanal hineingeschaut. Da hatten unsere Videos zwischen 18 und 122 Aufrufe. Wobei das natürlich auch ein bisschen davon abhängt, wie lange die Videos drinnen sind. Wahrscheinlich haben sich auch die meisten Leute die Aufnahmen eher über die Adobe Connect Aufnahme angesehen, weil die qualitativ besser war. Und zuletzt noch ein Blick zu unseren Studis in Frankfurt. Da hat mir der Christian die Daten weitergegeben. Die haben 84 Artikel produziert und 32 Kommentare in ihrem eigenen Seminarblog. Ja, soweit mal zur Einstimmung. Ein bisschen Statistik. Jetzt frage ich euch, was sagt uns das? Ja? Möchte da jemand dazu Stellung nehmen? Hast du aufgezeigt, Matthias? Ich will mal nur... Ja, Reinhard Kirste, bitte. Und dann Joachim. Ich wollte nur schnell noch eine Anmerkung machen zur Statistik. Ich habe mir, weil ich dann manchmal immer etwas mehr suchen muss, habe ich mir ja zwei eigene Blogseiten angelegt. Eine für Kompetenzorientierung und eine für die Weihnachtssachen. Und das ist erstaunlich, das lief ja nebenher, dass die also 236 Mal dann auch aufgerufen worden ist. Ich weiß nicht, ob das viel ist, aber immerhin. Und dann diese Weihnachtsseite auch nochmal 113 Mal, wo nur die Weihnachtsmaterialien drin sind, unabhängig von dem, was also über RPI virtuell gelaufen ist, weil ich das nicht sehen kann. Aber bei den Kannst du mir die Daten vielleicht per Google Plus zukommen lassen? Dann baue ich sie noch in den Newsletter ein anschließend. Also ich für mich habe mir gedacht, wahrscheinlich war sozusagen diese Online-Events, ja, und dieses Nachsehen können und so weiter, so unser stärkstes Standbein, ja, wo wir sozusagen die meisten dafür begeistern konnten. Bei der persönlichen Beteiligung nahm es dann schon ein bisschen ab. Und wenn es ans Produzieren ging, ja, da ist der harte Rest übrig geblieben. Ja, wobei es natürlich schwierig ist. Ja. Irgendwer hat das auch geschrieben, so in der Rückmeldung oder in dem Blog. Ja. Oder was die Frau Grill, mit der ich Mailkontakt hatte, dass es natürlich schon ein großer Schritt ist, ja, an die Öffentlichkeit zu gehen, mit dem, was ich hier produziere, sich vielleicht auch der Kritik auszusetzen. Das stimmt natürlich, ja.
Naja, wenn ich auch nochmal Revue passieren lasse, was jetzt unser Organisatorenteil war. Wir haben jetzt noch nicht so viel die Teilnehmenden sehr, sehr eigenständig sich das erschließen, also wie viele Blogs hier gegründet wurden. Man hätte ja auch über Mails oder in den geschlossenen Räumen oder auf irgendeiner Gruppe miteinander tätig werden können. Aber was so der größte Resonanzraum war und wo die Dinge auch vorangegangen sind mit Kommentaren und Diskussionen, das waren eigentlich die Blogbeiträge und die Kommentarfunktionen in Blogs. Und neben den ganzen Also neben den Videokonferenzen waren die Blogs, glaube ich, auch nochmal ein Zentrum von Open Rally. Entgegen der Erwartung vielleicht, dass ich jetzt in der RPI-Virtuellgruppe oder auf Facebook oder bei Google Plus und schon gar nicht auf Twitter hier irgendwie was kristallisiert. Jetzt bin ich mal ein bisschen ruhig, sonst ist mein Redebeitrag so lang, mir fallen aber noch viele Dinge ein. Ja, Joachim hat sich vorher schon zu Wort gemeldet. Ein Mikrofon noch. Ja, also ich selbst habe mit Jörg vorher darüber verhandelt, wann ist so ein Kurs erfolgreich. Also nicht vorher, sondern bevor dieser Kurs gestartet wurde, weil es ist ja klar, ein MOOC, da so viel Erfahrung hatten wir schon, ist nicht so ein Ding wie andere Kurse, die man, sagen wir doch, relativ mit der gleichen Menge an Leuten abschließt, mit der man sie auch beginnt. Es war klar, dass es diese Kurve gibt, die sozusagen steil anfängt und dann relativ bald auch zu weniger Aktivität führt. Das ist zumindest das, was uns vorher bekannt ist. Ich glaube, dass wir aufgrund der jetzigen Erfahrung auch daran noch arbeiten können, dass diese Kurve nicht so steil abfällt. Aber das ist auch ein Teil eben dieses Prinzips, dass jeder dann, wenn er denkt, jetzt habe ich erstmal genug für mich, das waren genug Impulse, beim nächsten Mal bitte mehr, aber im Moment reicht. In diesem Zusammenhang habe ich halt mit dem Jörg darüber gesprochen, wann ist der Kurs erfolgreich? Ich weiß, dass ich selbst als Kriterium etwas angegeben habe, wo ich jetzt sagen würde, das ist ein blödes Kriterium, aber weil wir ja von Zahlen geredet haben, können wir dann gucken, ob sie erfüllt worden sind. Ich hatte als Kriterium angeschrieben, wenn eine Reihe von neuen OER-Materialien aus dem Kurs gekommen sind. Und insofern kann ich sagen, also wir haben dieses Ziel, was ich mir gesetzt habe, was ich mir jetzt so nicht mehr setzen würde, nachdem ich diesen Kurs durchgemacht habe, weil ich denke, dass es noch ganz andere Dinge gibt, die man messen könnte. Aber das war so, das, was mir eingefallen ist. Wir haben dieses Ziel auf jeden Fall erreicht.
Was mir selbst, für mich, mir klar geworden ist, mein Burst an Innovation in diesem Kurs kam eigentlich erst durch den direkten Kontakt mit anderen Teilnehmern. Also das ist nicht so, dass ich alleine dadurch, dass ich mir die Videos, die fand ich auch immer interessant, oder auch die Teile, dass mich das so nach vorne gebracht hat. Ich habe mich schon so lange mit Kompetenzorientierung beschäftigt. Das ist eigentlich, dachte ich, nichts Neues. Und dann heute Morgen war mir klar, dass der ganze Materialpool von RPI virtuell eigentlich ein Problem in diesem Denken ist. Der ganze Materialpool, der themenorientiert ist und eigentlich überhaupt nicht an dieser Stelle greift. Da merke ich, da ist durch die Begegnung mit den mit Kollegen oder ja, das hat mich einfach richtig herausgefordert. Und jetzt das andere, was mir aufgefallen ist, wo ich es auch noch mal dran messen würde, so wie wir jetzt miteinander reden im Moment, mit der Sicherheit, dass wir wissen, wovon wir reden, so war das am Anfang dieses Kurses nicht. Und das ist für mich auch so ein Messpunkt, wo ich sagen würde, hier ist was passiert, wo wir sagen, jetzt fühlen wir uns in diesem Thema so, dass wir glauben, da auch was zu sagen zu können. Mein Beitrag. Danke. Jörg, zeigst du auf? Oder Matthias? Ja, ich habe schon ein bisschen den Überblick verloren. Olaf hat auch aufgezeigt, stimmt das? Reinhard Kirste? Ich habe den Überblick über die Reihenfolge verloren. Ich gehe jetzt mal alphabetisch durch, okay, auch wenn das vielleicht ein bisschen unfair wird jetzt. Aber es kommt jeder dran, versprochen. Jörg, du bist der Erste bei mir auf der Liste. Ah ja, jetzt sind wir bei Hände unten, das vereinfacht die Sache. Ja. Okay, du warst einer davon. Olaf, ja, im Moment zeigst du auf. Ja. Ich höre dich aber noch nicht. Hörst du mich? Jetzt, ja. Jetzt, wunderbar. Also ich denke, wir sind einfach einen sehr weiten Weg gegangen mit diesen Methode der Kompetenzorientierung. War doch für viele etwas ganz Neues oder auf eine ganz neue Weise auch das kennenzulernen und wirklich in der Praxis auch zu sehen. Und da ist das Thematische, eben die Anthropologie, etwas in den Hintergrund getreten. Und das wäre jetzt für mich, glaube ich, der nächste Schritt, das Thema mehr in den Vordergrund zu stellen und dann auch die Möglichkeit, eben auch die praktische Umsetzung stärker in den Vordergrund zu stellen und zu fragen, ja, wie lässt sich das jetzt konkret mit diesen OER-Materialien gestalten, mehr gestalten noch, eben dass wir dann zu diesem digitalen Religionsbuch kommen. Aber ich finde, es ist auch eine einfach enorme Leistung, dass man eben als Religionslehrer zwei-, dreimal immer in der Woche eben hier dann auch anwesend ist und oder diese Teile ansieht, anhört und mitdiskutiert. Und insofern, ja, ist die Frage, was wir erwarten oder erwartet haben, aber ich denke, wir haben unglaublich viel bekommen. Soweit. Danke. Chris zeigt auf, stimmt es? Okay, wir hören dich aber noch nicht, Christian. Jetzt besser? Ja, jetzt hören wir dich, super. Okay. Ich wollte nochmal auf das eingehen, was der Joachim gesagt hat, mit den Leuten, die abgesprungen sind. Da ist, finde ich, hat die Marion was sehr Richtiges geschrieben. Wir haben ja so ein Zahnweh-Thema gehabt. Also mit Kompetenzorientierung, da kann man die Leute ja ganz schön erschrecken. Vor allen Dingen dann, wenn man sie auffordert, was zu machen. Und dieses Gefühl, oh je, jetzt soll ich was machen, ich weiß ja gar nicht was. Und vielleicht bin ich so, habe ich immer ein unwohles Gefühl dabei gehabt. Das war schon eine ziemliche, wie soll ich sagen, Herausforderung, die wir da vielleicht ohne es wirklich zu wollen, also da den Leuten zugemutet haben. Und ich glaube, dass wenn jetzt dies vielleicht ein anderes Thema gewesen wäre, dann wäre da der Abschreckungseffekt nicht so groß gewesen und
die Beobachtung, dass genau in dieser Phase des Kurses dann die Zahlen zurückgingen, die fand ich sehr ja, vielsagend. Und was mir noch aufgefallen ist, ist, dass wir da in unserem, wie soll ich sagen, Unbedarftsein in diesem Kurs also ganz viele Sachen angepackt haben, so einfach mal drauf los, wo ich jetzt nachträglich denke, da hätten wir vielleicht ein paar Entscheidungen fällen können, dass wir sagen, wir beschränken uns auf dieses oder auf eine bestimmte Methode oder auf bestimmte Medien und vielleicht kann man das beim nächsten Kurs sorgfältiger vorüberlegen. Und irgendjemand hat auch geschrieben, von wegen Vorbereitung, Promotion oder auch das mit den mit der Motivation, mit den Badges. Also da überlege ich wirklich, ob man nicht mal, wenn man so einen Kurs ansetzt, mal bei den Ministerien anfragt, ob so ein medienpädagogisches Engagement von Lehrern, wenn die dann dabei bleiben, nicht honoriert werden sollte. Also, dass man versucht, da Vereinbarungen zu treffen. So, das war's. Danke, Jörg. Jetzt habe ich so aufmerksam den Chat gelesen und dem Christian zugehört. Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Entschuldigung, ich ziehe nochmal zurück. Okay, nimm dir die Zeit, die du brauchst, ja. Ja, im Chat ging es jetzt sehr viel drum, auch sozusagen, ob die Leute nicht sozusagen weniger sichtbar dabei sind. Wo ich mir denke, das hat schon was, ja. Also wenn wir auch die Zahlen anschauen, die einer zum Beispiel gebracht hat, wer alle in die Blogs reinschaut oder auch die Zahlen anschauen, wie viele Leute die Videos nachsehen. Da hat sich sicher einiges getan, was wir nicht mitgekriegt haben. Und ein paar haben das ja auch im Feedback geschrieben, ja, dass wir so viele vielfältige Kanäle hatten, dass es also fast nicht mehr möglich war, alles mitzukriegen, ist mir selbst auch ein Stück weit so gegangen. Aber das passt ja auch zu so einem MOOC dazu. Ja. Wir haben ja auch direkte Rückmeldungen zum Teil gekriegt von Personen, die uns E-Mails geschrieben haben und die sich auch nochmal bedanken. Also diese Öffentlichkeit, die jetzt wir hier mit Video- und Bildübertragung uns zumuten, die haben viele Teilnehmer nicht vollzogen und haben trotzdem profitiert von dem Kurs. Und da klingt mir auch nochmal, was die Marion gestern gesagt hat, in den Ohren nach. Man muten den Schülern eigentlich immer wieder zu, in Lernsituationen zu kommen, sich selbst zu präsentieren, Dinge zu erarbeiten und ihre Lernprodukte vorzustellen. Und wir selber sollten da vielleicht auch ein bisschen in der Übung bleiben, uns da solchen Risiken auszusetzen, unsere Komfortzone zu verlassen, um auch wieder eigene Lernerlebnisse zu machen. Dazu gehört dann eventuell dieses sich öffentlich darzustellen, um eben auch Bezugspunkt herstellen zu können und wieder einen Lernanlass auch haben zu können. Ja. Und wenn wir uns auch anschauen, die Leute, die jetzt nicht aktiv waren, haben trotzdem nicht die Newsletter abbestellt. Also wir haben ganz wenige Abmeldungen vom Newsletter gehabt und bis in diese Woche hinein sogar noch weitere Anmeldungen für Open Rally. Das zeigt schon, dass die Leute das auch so wahrnehmen, wie wir es gemacht haben, als ein Angebot, das man auch noch ganz am Ende und in der Schlussphase beitreten kann. Danke, Uta hat sich zu Wort gemeldet. Ja, ich wollte noch mal eben sagen, ich bin ja, glaube ich, eine der wenigen, die nicht so aus diesem Profibereich kommen. Das Gefühl hatte ich zumindest. Also alle sind irgendwie bei RPI sonst wieder unterwegs. Und ich bin trotz meines Alters eine Berufsanfängerin. Ich bin erst im dritten Schuljahr jetzt in der Berufsschule. Und ich muss sagen, für mich war das wirklich auch das erste Mal, dass ich mit pädagogischer Theorie in Verbindung kam. Ich bin Pastorin vom Beruf, aber da lernt man das nicht unbedingt. Und ich fand das ungeheuer inspirierend und sehr informativ, auch diese ganzen Hangouts, wo dann die Dozenten da sich vorgestellt haben. Und ich vermute mal, dass da auch noch mehr von meiner Sorte da waren, die einfach wirklich zugeguckt haben. Ich habe ja auch nur einmal was produziert und dann hatte ich auch nicht mehr so richtig getraut, nachdem da so tolle Sachen kamen. Aber ich glaube schon, dass viele das verfolgt haben und vielleicht auch wirklich ihren Unterricht jetzt nochmal anders angucken. Also mir geht das zumindest so, dass ich da
wirklich so eine Hilfestellung gekriegt habe, um meinen Unterricht zu reflektieren. Also so diese Angst, was zu produzieren, was zu zeigen, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, dass das auch vielen so ging. Aber ich fand es schon auch schade, dass wenig so normale Lehrer und Lehrerinnen unterwegs waren, hatte ich das Gefühl. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Vielleicht war es auch nicht so bekannt. Ja, die Sache mit der Werbung hatten wir auch aus einigen Rückmeldungen bekommen. Ja, wir freuen uns ja darüber, dass es jetzt ganz viele gibt, die wahrscheinlich fürs nächste Mal, so ist das gibt, Werbung machen werden. Ja. Weil das war ja schon so eine Sache auch. Also ich habe so erlebt. Ich habe in Österreich alles angeschrieben, was hier in Frage kam. Ja. Auch nach Südtirol. Ja. Ihr in Deutschland habt das genauso gemacht. Und ich habe ganz, ganz wenig Rückmeldung gekriegt. Ja. Aber das wird das nächste Mal einfach besser sein, weil ihr vor Ort seid und die Leute kennt. Ja? Und wenn jemand danach hakt, den man kennt, den sagt man dann nicht so leicht nein oder meldet sich einfach mal gar nicht. Ne? Okay, mag noch wer was sagen? Ich habe mich ja bisher ziemlich zurückgehalten heute Abend. ich muss sagen, ich habe erstmal von dem MOOC überhaupt nichts erwartet, ja, weil ich hatte überhaupt keine Vorstellung, wie viele Leute das interessiert, wie viele Leute wir erreichen, aufgrund der nicht vorhandenen Kanäle oder der wenigen vorhandenen Kanäle, wo man wenig Überzeugungsarbeit leisten musste. Aber ich denke auch, dass es im nächsten Jahr sehr viel leichter werden wird, über die, die jetzt schon mitgemacht haben, über die, die den Newsletter abonniert hatten, einfach auch Werbung zu betreiben. Ich denke auch, wir haben uns übernommen, wir haben zu viele Dinge anpacken wollen und waren dabei aber zumindest in der Anfangsphase auch noch unsicher mit den Werkzeugen, die wir verwendet haben. Das ist im Laufe der Zeit souveräner geworden. Das wird auch zu Beginn des nächsten MOOCs gar kein Problem mehr sein, auf diese Tools zurückzugreifen. Ich denke aber, wir sollten, wenn es ein Open Rally 2014 geben wird, sollte, es wird ja, ich sage jetzt einfach mal, dass wir eine kürzere Kurszeit projektieren. Ich würde auch gerne über den Termin mit den Initiatoren oder wer da mitmachen möchte, diskutieren. Mir ging es jedenfalls so ungefähr zur Hälfte. Ja, da ist dann mein Alltag über mir zusammengebrochen, ja, und ich musste wirklich mich anstrengen, da noch Schritt zu halten. Ich hatte ja von Anfang an jetzt nur die Verantwortung für den Blog übernommen, das konnte ich auch einigermaßen einlösen, auch im zweiten Teil oder in der zweiten Hälfte des Kurses. Aber es ist einfach so, es gibt dann so einen Punkt, wo dann einfach die Kräfte nachlassen, ja, und dann lächzt man da hinterher und man wird auf einmal sehr unzufrieden, ja, und dann ist auch das, man kommt dann auch mit dem Nachgucken nicht mehr hinterher, ne? Insofern bin ich sehr froh, dass wir ein Archiv haben, um das auch mit ein paar Wochen Zeitabstand in den Ferien irgendwann zu genießen. Ja, und ich denke, wir müssten für diejenigen, die diesen Weg gehen, ja, die dann, wenn sie Zeit haben, da wieder reinschauen, dass man die irgendwo mitnimmt. Ja, irgendwie mit einer Einladung, sich in irgendeine Interessentenliste für 2014 einzutragen. Also ich hoffe, es geht weiter. Das Hauptziel, das ich persönlich mit Open Rally verbunden habe, ich hatte nämlich doch eins, nämlich diese Vernetzung. Ja. Das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Ja, ich kann jetzt mit einigen Leuten direkt in Kontakt treten und das ist die beste Voraussetzung für eine Neuauflage. Gut, Christian Freislim, dann Joachim und dann Jörg, bitte. Wir hören dich noch nicht, Christian. Wir hören dich noch immer nicht. Jetzt? Ja. Hörst du mich? Ja, jetzt geht's. Ja. Okay. Ja, schönen Abend euch alle. Schön euch zu sehen. Ich war leider nicht so intensiv dabei beim Open Rally, wie ich gerne gehabt hätte, weil wie bei Matthias, irgendwann der Alltag über mich zusammengebrochen ist, aber die Momente, wo ich dabei war, habe ich als unheimlich kostbar und wertvoll erlebt. Und ich finde, ihr seid ein bisschen zu streng zu euch selber, weil ich finde, ihr habt, oder wir, oder
alle gemeinsam auch ein wirklich ein tolles Stück an MOOC-Geschichte geschaffen und an Vernetzung und an Inhalten, die sonst so nie entstanden werden wären. Also wenn ich so durchblätter, die Sachen, die da entstanden sind, ich finde die wirklich ja, fantastisch. Und allein schon die Inhalte auf openrally.de sind ja eigentlich offene Bildungsressourcen. Die Diskussionen, die da entstanden sind. Ja, und wie gesagt, das war eine der schönsten Erlebnisse, mit denen ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, war, dass ein Abendlob über ein Medium wie einen Hangout geht. Ja, also das war für mich wirklich ganz was Tolles und da denke ich mir, das wäre zum Beispiel auch ein möglicher thematischer Sache, so für den nächsten MOOC so auch noch nachzudenken, wie lassen sich Menschen erreichen mit solchen Formen, die vielleicht sich schwerer tun mit üblichen kirchlichen Angeboten. Und das finde ich ganz ein spannendes Thema. Ich meine, mich persönlich würde wahnsinnig freuen, wenn sich ein paar finden würden, die mit mir gemeinsam noch mehr Advent noch mal ein bisschen herumexperimentieren mit einem Abendlob. Ja, wer auch immer dabei sein mag. Und ja, vielleicht auch im nächsten Jahr. Also, mir wird Spaß machen. Bin gern wieder dabei. Danke, Joachim. Wir hören dich noch nicht. Könntest du den Lautsprecher anschalten? Lautsprecher schon an, das Mikrofon fehlt noch. Jetzt hoffe ich, ja, genau. Werde ich gehört. Ich weiß nicht genau, ob wir schon bei der Auswertung fertig sind oder ob wir schon so ein bisschen in die Richtung gucken, wie geht es weiter. Bei der Überlegung, wie geht es weiter, fände ich es auch nochmal ganz interessant, wenn wir nochmal gucken könnten, was ist das, was wir auf jeden Fall auch in die nächsten Überlegungen eines nächsten Kurses mit hineinnehmen würden. Also bei mir zum Beispiel sind es zwei Dinge. Das eine ist mir nochmal sehr nachgegangen, dass die Technikaffinität sehr verschieden ist. Und das bedeutet auch sehr, sehr große Hürden für manchen. Dieser Vorschlag, dass man in einem Vorfeld zur Teilnahme des Kurses beschreibt, was man eigentlich können sollte, damit man erfolgreich an so einem Kurs teilnehmen kann. Dieses würde bedeuten, dass man tatsächlich im Vorfeld eines Kurses auch nochmal so eine Art Trainingslager oder keine Ahnung, Trainingswoche einbaut, in der man doch auch mal so bestimmte Techniken einfach benutzt, die dann im Kurs eigentlich schon auch erwartet werden und die auch notwendig sind, damit man miteinander kommunizieren kann. Das Zweite ist das, was der Matthias gesagt hat. Ich habe natürlich jetzt nicht die gleiche Rolle wie du, Matthias, deswegen hatte ich mich nicht mehr so verantwortlich gefühlt, jeden Beitrag zu lesen, der irgendwo in diesem Kurs geschrieben worden ist. Ich glaube, dass dieser Ansatz auch gar nicht zum MOOC passt. Denn am Ende ist es ja so, dass wir uns selbst irgendwo verzweigen. So ist ja ein MOOC definiert. Also an irgendeinem Punkt finde ich plötzlich Interesse, finde auch ein paar andere Leute, mache mit denen Abendlob oder irgendwas anderes. Und da plötzlich entwickeln diese Leute miteinander etwas. Und vielleicht muss man einfach das auch als eine richtige Phase im MOOC so beschreiben und immer sagen, also irgendwann sind wir nicht mehr alle miteinander unterwegs, sondern sind wir an verschiedenen Stellen unterwegs. Und dann ist die Frage, was ist das, was wir dann an gemeinsamen Events oder so noch beschreiben können. Also plädieren für eine kurze Einstiegsphase, aber dann eben auch zulassen, dass es in ganz verschiedene Zweige, in ganz verschiedenen Zweigen weitergeht. Ja, Jörg und dann Christian. Ja, als wir gestartet sind im Frühjahr, haben wir eigentlich nur diese MOOC-Welle erlebt und gesehen, wie es den ersten deutschsprachigen MOOC gibt und sofort für uns entschieden, sowas muss es eigentlich auch jetzt für die Religionspädagogik geben, dass wir im Bildungskontext einen MOOC veranstalten und den religionspädagogisch irgendwie zuspitzen und dann
War die Frage, suchen wir nach einem Thema oder nach einer strukturgebenden Merkmal, und die Kompetenzorientierung lag nahe. Und in der Laufe, dass wir eben dann diese Experten gefunden haben, die uns Inputs geben, dass wir die Teilnehmer aktiviert haben und versucht haben, auch auf Teilnehmerwünsche einzugehen, kam irgendwie der Wunsch auch beim Initiatorenteam auf, dass wir auch miteinander produktiv werden und für die Unterrichtspraxis relevante Materialien erstellen. Und die können ja folgerichtig, wie wir es jetzt auch gelernt haben, eigentlich nur unter einer freien Lizenzierung erstellt werden. Dass jetzt auch noch die Lehrerinnen und Lehrer diese Materialien einsetzen und schon die ersten unterrichtserprobten von den Schülern zurückgemeldeten Varianten hier vorliegen und entwickelt werden, das übersteigt eigentlich dann schon das Vorstellungsvermögen, das wir Anfang des Jahres gehabt haben, was aus so einem MOOC heraus entstehen kann. Und ich denke, dass es nur deshalb möglich war, weil wir einfach auch so eine große Offenheit in der Strukturgebung uns erlaubt haben. Und deshalb würde ich auch bei einem weiteren MOOC, sollte es denn den geben, schauen, dass wir nicht nur inhaltlich oder eben was die Medienkompetenz angeht, hier irgendwie einen Rahmen dafür anbinden, sondern dass wir uns auch weiterhin erlauben, eine Offenheit in der technischen Umsetzung und in der Entwicklung innerhalb des MOOCs, der durch das Experimentelle zwar jetzt so offen war, aber der sicherlich in einer weiteren Version nicht zu strukturiert sein sollte. Also wenn wir Videos vorher gemacht hätten, wie erstelle ich einen Blog, und hätten das alles irgendwie schon vornherein als eine Zugangsvoraussetzung gesetzt, dann wären viele sicherlich gar nicht erst als Abonnenten aufgetreten, die sich das Ganze auch noch anschauen, sondern hätten gleich von vornherein gesagt. Und so haben sich in dieser Undefiniertheit einfach auch viele herangetraut, die vielleicht auch als Zaungäste geblieben sind, aber die ungeheuer profitiert haben von dem MOOC. Und ich denke, dass das schon ein strukturgebendes Merkmal ist, die Struktur an vielen Stellen auch offen zu lassen. Jetzt höre ich nichts mehr. Oder sagt keiner was? Ja, mal was ich. Ja. Christian, bitte. Ein Mikro, bitte. Okay, ich habe noch den anderen Christian abgewartet. Der ist jetzt weg, genau. Also gut, ich denke, mit der Struktur ist das so eine Sache. Auf der einen Seite gebe ich dem Joachim ganz recht, dass eben so ein MOOC sich verzweigt und dass es auch was Gutes ist und man sich auch entlastet fühlen darf, wenn man plötzlich nicht mehr so viel Zeit hat oder sich auf eine Sache konzentriert. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es gerade dann sehr wichtig, dass da so ein Gerüst und eine Struktur abgeht und dass der Kurs dann seine Schritte macht trotzdem. Das ist dann, glaube ich, ein wichtiger Anhaltspunkt. Und das fand ich eigentlich jetzt an diesem Kurs extrem gut, diese Taktung und diese Newsletter, die dann sozusagen dann auch Zeitabschnitte gesetzt haben. Und das möchte ich unbedingt im nächsten Kurs dann auch wieder so haben. Also das waren, finde ich, Sachen, da fällt mir nichts Besseres dazu ein. Und was ich allerdings schon anstrengend fand, war die Länge des Kurses. Also das muss ich sagen, das war schon sehr lang und schwer, so viel Aufmerksamkeit auf die Dauer dann reinzubringen. Und da wäre ich eigentlich, glaube ich, würde ich für eine Vereinfachung, auch thematisch eine bisschen eine stärkere Fokussierung auf eine knackige Thematik bevorzugen. Okay, noch eine Wortmeldung? Ja, Jörg? Reinhard Kirste anschließend. Ja, also die Kursdauer war vielleicht jetzt schwierig auszuhalten, diese lange Runde, aber ich denke, wir haben es auch gebraucht, eine Vorstellungsrunde und ein Warmwerden miteinander,
Vertraut machen mit der Kompetenzorientierung als ein Thema und sich überhaupt orientieren und zurechtfinden. Dann diese Produktionsphase und jetzt sind wir schon am Reflektieren, wo die anderen eigentlich noch am Erproben von ihren Praxismodellen sind. Vielleicht sind wir auch schon zu schnell, hier einen Knopf ranmachen zu wollen. Denn dieses öffnende Merkmal, dass die Andachten entstanden sind, von denen der Christian vorhin gesagt hat, er hätte gern, dass die weitergehen, oder dass jetzt dieses digitale Religionsbuch mit einem Blog entstanden ist, wo die Frage sich stellt, ist das jetzt ein Sonderprojekt oder kommt es im Open Rally in dem nächsten Kurs vor oder wie auch immer. Da sind ja auch viele Initiativen, die jetzt auch nochmal sich irgendwie organisieren müssen. Auch die Arbeitsgruppen, die sich gefunden haben. Ich denke an die Berufsschulgruppe, die äußerst produktiv waren miteinander, die vielleicht auch über den Zeitraum von Open Rally hinaus miteinander in Kontakt bleiben werden. Oder die Blogs, die entstanden sind als Kursblogs, wo Leute sicherlich nicht jetzt irgendwie sagen, heute kommt mein letztes Posting, sondern die das Bloggen jetzt auch als eine Technik empfunden oder entdeckt haben, mit denen sie ihre Unterrichtspraxis reflektieren können und mit anderen gemeinsam hier einen fachlichen Diskurs führen können. Ja. Also was das offene Religionsbuch oder das digitale Religionsbuch angeht, wer daran weiterdenken will, da würden wir gern am Freitag in der Woche am Nikolausi nachmittags, abends mal noch eine Videokonferenz machen mit all denjenigen, die sich dafür interessieren oder die da irgendwie weiter dran rumdenken wollen. Auch mit Marion Holzhüter, dass wir da mal schauen, wer diesen Faden irgendwie weiterspielt. Vielleicht mal noch als eine Perspektive. Also ich denke, dass mit Open Rally doch eine gewisse Marke gesetzt worden ist und es wäre eigentlich schade, wenn das jetzt so versacken würde, wenn auch der nächste Open Rally Kurs dann erst in einem Jahr kommt, dann ist also vieles wieder weg. Der Gedanke mit dem digitalen Religionsbuch, den finde ich also auch sehr schön. Und es ist die Überlegung, wie kann man das so anbinden, dass diejenigen, die jetzt in der Hinterhand oder im Hinterohr noch Open Rally haben, dass diejenigen jetzt nicht abspringen, sagen, naja, jetzt ist ja ein halbes Jahr ist überhaupt nichts gekommen, jetzt hat es also überhaupt keinen Sinn mehr, sondern dass irgendwie so eine Kontinuität laufen könnte, damit man sich auch relativ schnell dann wieder einklinken kann, wenn ein etwas größeres Projekt kommt. Also das wäre die Frage an dich konkret, Jörg, inwieweit dieses digitale Religionsbuch vielleicht doch eine Art Fortsetzung auf dem anderen Gleis, also auf demselben Bahnsteig, aber insgesamt weiterführt. Also der Gedanke, anderer Bahnsteig, selbes Gleis, und dass im Grunde Open Relief so eine gewisse Dachfunktion eigentlich für die Dinge hat, unter die all diese MOOC-Geschichten gehören. Ja. Ich habe so einen Gedanken dazu, im Moment trennt im Chat so auch die Idee, so Materialsammlung, Religionsbuch bearbeiten und so weiter. Ich persönlich glaube aber doch auch, dass wir so einen thematischen Aufhänger bräuchten. Ja? Und hat da in meinem Hinterkopf so die Idee, dass wir uns eher so diese schwierigen Themen, wo Kompetenzorientierung vielleicht auch gar nicht so leicht ist, vornehmen. Ja? Wie diese ganzen Dinge, Glaube, Kirche, wo viele Schüler die Nase rümpfen. Ja? Das wäre doch spannend, dass wir uns hier vielleicht auch inhaltlich Fachleute holen, was dieses Mal leider nicht so geklappt hat, was wir zwar versucht hatten, aber halt nicht hingehaut hat. Das fände ich gut, ja. Also schon, dass wir wieder so zwei Seiten haben, ja. Kompetenzorientierung können wir jetzt mal, sagen wir mal, aber dass wir sagen, auf der einen Seite wollen wir was produzieren, ja, an einer Sache werken und auf der anderen Seite aber doch auch schauen, dass wir inhaltlich was reinkriegen. Vielleicht wieder in Verknüpfung mit der Uni, das fand ich toll. Ja, Christian? Ja, ich wollte nur mal daran anknüpfen, was der Reinhard gesagt hat, also der andere Reinhard, dass man irgendwie vielleicht jetzt nicht einfach sagen soll, so jetzt machen wir Schluss und jetzt ist Open Rally erstmal gelaufen und dann überlegen wir uns für irgendwann im nächsten Jahr
ein Thema, sondern dass man sozusagen so auf Standby weiterläuft. So eine Art, eben vielleicht in Verbindung mit dem digitalen Religionsbuch, dass man dann auch mal sich öfter trifft und guckt, wie ist der Stand der Dinge. Oder dass man auch mal überlegt, ob man noch andere Fortbildungsformate entwickelt, die jetzt nicht unbedingt jetzt für den ganzen deutschsprachigen Raum, naja, vielleicht doch, sein müssen. Also was mich zum Beispiel sehr reizt, wären Mikro-Online-Kurse. Also so zum Beispiel, die nur an einem Nachmittag sind. So, oder dass man noch eine weitere Art von Online-Fortbildungsformat mal versucht rauszukriegen und dann vielleicht ein paar Leute mal einen Testlauf macht und dann mal sowas anbietet. Also das wären so Sachen, die mich sozusagen im Standby-Modus für zwischen zwei großen Open Rallies reizen würden. Wo ich sagen würde, das ist gut, wenn man dann in Kontakt bleibt und vernetzt bleibt. Ja, auch quasi, wir haben jetzt einen riesigen MOOC gemacht. Aber es gibt ja noch andere Fortbildungsformate, beispielsweise, also bei uns in Rheinland-Pfalz ist in der Kirche die Not ausgebrochen, katholisch wie evangelisch, weil jetzt plötzlich per Gerichtsurteil alle Fahrten bezahlt werden müssen zu Fortbildungsveranstaltungen. Das heißt, Fortbildungen werden teuer, die Leute kommen vielleicht noch weniger als sonst. Und eine Alternative wären ganz kleine Mikro-Online-Fortbildungen. Wir haben ja gesehen, wie man mit einem Hangout zusammenarbeiten kann, alles Mögliche zusammen machen kann und da vielleicht irgendwas erarbeiten, was wirklich sozusagen im Alltag dann auch einsetzbar ist, auch jetzt im regionalen Bereich. Das wird mich sehr reizen. Also noch über das, was du gesagt hast, hinaus. Fortgehenden oder kontinuierlichen Verlauf immer mal wieder auf diese Dinge auch zurückgreifen und sagen, guck mal, da haben wir diese Geschichte, wenn sich ein ähnliches Thema beispielsweise anbietet, dass das nicht jetzt irgendwo im Archiv versagt, dann sagen wir, hier was Brüggemeier beispielsweise gemacht, das Ding ist weg. Und also es ist natürlich immer da, aber es guckt ja keiner mehr, sondern dass man dann auch wieder geschickt, gezielt darauf verweisen kann. Wenn ich
Schüler fragen, ich hätte mal eine Frage, kann ich mal aufs Klo gehen? Ja, wie machen wir es jetzt weiter? Gibt es irgendjemanden, den wir jetzt beauftragen, weiter hat, die Sache am Ball zu bleiben und ja, die drei Musketiere wieder mit ihrem D'Artagnan zusammenzubringen? Man kann auch immer den Kreis einladen. Man kann doch immer den größeren Kreis einladen, also den Open Rally-Kreis, sodass im Grunde die Information an alle geht und auch wenn dann ein Teil sagt, nee, also will ich nicht, habe ich nicht, habe keine Lust, ist mir viel zu kalt heute, dass man dann doch auf Dauer wieder entdeckt, ach, ne, ja, 4 Wochen habe ich nicht reingeguckt, aber dadurch, dass es kontinuierlich läuft, gucke ich in der 5. Woche wieder rein. Und auf einmal hängt man drin. Ich habe ja die Erfahrung in der klassischen Lehrerfortbildung gemacht, dass Lehrer 2, 3 Jahre völlig weggetaucht waren, aus familiären oder sonstigen Gründen oder weil irgendwas anderes zu tun hat, und plötzlich waren sie wieder da. Und einfach zu wissen, aha, da ist eine Basis. Das ist zwar ein kleiner Kreis, aber da kommt ab und zu mal ein Hangout zu einem bestimmten Thema und dann bahnt sich da auch vielleicht ein Gesamtthema an. Also ich könnte mir vorstellen, dass angesichts auch des großen Kreises von Wien über Südtirol bis an die Grenzen Nordrhein-Westfalens, dass man da doch immer wieder Leute findet, die dabei sein mögen und auch neue wieder dazukommen. Ja, ich hätte auch mal noch die Frage nach einem Präsenztreffen. Also ich weiß nicht, wollt ihr euch alle gerne auch mal anfassen und in den Arm nehmen? Oder ist es euch genug, wenn wir weiterhin in diesem Online-Kontext miteinander zusammenbleiben? Wir sind jetzt ganz aktuell beispielsweise am Plan von der Fachtagung von RPI virtuell fürs nächste Jahr und da am Überlegen, fahren wir nach Frankfurt oder gehen wir nach Fulda oder keine Ahnung was, kombinieren wir das mit einem Open Rally Nachtreffen, Auftakt für den nächsten Kurs oder wie auch immer. Also vielleicht geht da was zusammen. In Fulda gibt es keinen Flughafen, aber schon 2 Leute. Ja, das Problem ist ja, dass die Entfernungen tatsächlich riesig sind. Frankfurt ist natürlich, ja, für mich ist Frankfurt gut, ne, oder die ganze Ecke. Aber wenn man von Wien nach Frankfurt, also das hat schon was, ne. Aber es gibt natürlich in Wien einen Flughafen, in Frankfurt auch. Aber das müsste man einfach mal ausprobieren. Ich erinnere mich, Jörg, wir hatten ja mal mit irgendwie dieser so einer Google-Community hatten wir ja auch mal so ein Treffen in Kassel, was ja erstaunlicherweise von unserer Seite, damals von RPI virtuell funktioniert hat, nur da von Google, das hat sich da dann ja irgendwie in Luft aufgelöst. Also das heißt, ein paar Hanseln würden immer kommen und wenn man die anderen dann ja vielleicht an einer günstigen Ecke an der Uni auch noch dazuschalten kann, dann wäre das doch immerhin etwas. Darf man natürlich nicht so oft machen, weil ja jeder hat seine Termine ja ziemlich voll. Aber das Angebot zu überlegen, hat ja auch was. Ja, wir können auch nach Wien fahren, also das Institut für Religionspädagogik, Martin Rothgangel und so weiter, wäre ja auch nochmal eine Kombinationsmöglichkeit hier mit Reinhard Weber.
in einem Telefonvoting. Ja. Wien, Wien, Wien. Wir fahren nach Wien. Ja. Okay, von mir aus gerne. Wir müssen uns nur auf den Termin einigen. Alles klar, dann machen wir das noch konkret die nächste Woche. Okay. Aber vielleicht ist da eine Überforderung die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, also während andere noch ihre Praxismodelle fertig machen und wir einen Rückblick machen, schon wieder die Perspektive zu öffnen. Wir könnten uns auch nochmal zusätzlich dazu jetzt vereinbaren und einen weiteren Termin machen für so ein Perspektiventwicklungstreffen. Wo wir heute Abend schon sagen, Wien und Google Plus und alles wird festgelegt. Genau. Ich hol jetzt mal meinen Kalender, okay? Es führt kein Weg daran vorbei. Also wir haben uns bisher ohne Kalender eigentlich ganz gut verständigt. Also ich bin jetzt so ein bisschen verunsichert, wenn ihr mich an die Wand nageln wollt. Deswegen, der Reinhard muss ja nach Wien einladen, der muss jetzt schauen, wann das geht. Ja, ist alles gut, aber ich denke mal, es wäre eigentlich schön, wenn wir das noch so ein bisschen einfach im, ja, genießen können, so wie es jetzt ist. Und ich bin mir sicher, dass es hier weitergeht. Und ob es genau so weitergeht, wie wir jetzt denken, dass es weitergeht, das werden wir dann sehen, wenn es weitergeht. Aber ich bin mir sicher, weil es einfach eine erfolgreiche Angelegenheit war, dass diese erfolgreiche Angelegenheit nicht so einen riesen Kraftaufwand braucht an Motivation, um sich fortzusetzen. Also insofern gibt es eigentlich gar keinen so richtigen Handlungsdruck jetzt. Wir sind alle noch, also ich jedenfalls bin noch sehr beschäftigt mit dem, was dieser Kurs alles so verursacht hat. Und ich gehe mal davon aus, dass es anderen auch noch so geht. Und dann werden wir gucken, was da passiert. Also das wäre jetzt mein Votum. Okay, Dudel. Wer macht Dudel? Ja, Dudel jetzt für einen Hangout, oder? Für was? So hätte ich das jetzt verstanden. Ich war ja kurz draußen. Okay, Rainer, Dudel. Mach Dudel. Ja. Okay, ich mach Dudel. Gut. Kein Problem, dann kann ich mir wenigstens einen Termin aussuchen, der für mich gut passt. Okay, dann würde ich mal sagen, ja, Männer Dudel ist schlecht, wir brauchen ein paar Frauen. Die Marion muss unbedingt auch mit dazu. Ne? Also die Marion wird auf jeden Fall am Freitagnachmittag, dem Nikolaus 6.12. dabei sein. Da machen wir mal miteinander auf jeden Fall den Hangout und wir laden auch nochmal euch alle ein, da dabei zu sein. Wann beginnt denn der, Jörg? 16 Uhr, 19 Uhr, wie es euch passt. Na lieber 16 Uhr. Ja, ich habe auch die Tendenz zu 16 Uhr. Also gut, dann machen wir das jetzt fix. Freitag, 6.12., 16 Uhr. Alle, die am digitalen Religionsbuch interessiert sind, da gibt es einen Hangout. Okay, komme ich kurz rein. Ab 17 Uhr ist Weihnachtsfeier vom Fußballverein meines Sohnes. Hangout on air, jawohl. Gut. Okay, dann würde ich fast sagen, wir spielen nochmal unser Jingle, weil es so schön ist. Und lass uns so mal ausklingen. Joachim hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Okay. Nein, ist bei mir mal kurz aufgeblitzt. Gut, dann hole ich mal das Jingle rein. Danke euch fürs lange Durchhalten. Wir haben schon wieder eine starke Zeit hingelegt. Es war echt eine Freude, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein und zu arbeiten. Ich freue mich darauf, dass es in irgendeiner Form eine Fortsetzung finden wird. Das gebe ich zurück. Alles Weitere lassen wir mal ausklingen und finden uns dann per Doodle irgendwann irgendwo wieder, vielleicht sogar in Wien. Ne? Okay, danke schön. Okay. Ja, danke schön euch Technikern besonders. Ich sage mal Techniker, ist ja auch ein unfeines Wort. Ihr seid ja also IT-Leute, dass ihr das immer hinbekommt. Ich hätte ja immer so ein bisschen Mühe und dann muss ich mal langsam überlegen und ihr macht das sehr schön schnell, dann kann man sich wunderbar reinhaken. Dafür auch nochmal herzlichen Dank. Okay,
Tschüss und danke an alle. Und jetzt schaue ich nochmal, dass ich das starten kann.